Einen wunderschönen guten Tag. Und heute spielen wir wieder Hearts of Iron 4, unser Lieblingsspiel, mit unserer Lieblingsnation, Deutschland. Yay. Böse Stimmen würden behaupten, ich muss das Ganze zum zweiten Mal aufnehmen, weil ich vielleicht vergessen habe, eher gesagt, die Audiospur einfach ein bisschen dolle verkackt habe. Aber wer weiß das schon? Auf jeden Fall sind wir wieder da, ja. Ja, und der Plan für heute ist ein pazifistisches Deutschland. Mal schauen, ob ich das hinkriege. Und sagt sehr gerne, wie ihr dieses Overlay findet. Weiß nicht, ob man das Overlay nennen kann. Weil ich finde das schöner mit, ja, also wie die Karte aussieht. Sagt, ob es euch gefällt. Übrigens, es hat nichts mit meiner Faulheit zu tun, dass ich nicht in Spanien interagiere. Wir sind pazifistisch. Es hat gar nichts mit meiner Faulheit zu tun. Nein, nein. So, der erste Akt eines Pazifisten wird es natürlich sein, das Rheinland zu remilitarisieren. Habe ich recht oder habe ich recht? Übrigens, ich habe jetzt schon, ich weiß nicht, ob das was bringen wird, aber ich habe in Polen schon mal diplomatischen Druck ausgeübt. Ich hoffe, es wird was bringen. Ich werde auch später noch die Beziehung mit denen verbessern. Ja, so. So, als weiterer Akt wird jetzt der Anschluss durchgeführt. Auch sehr friedlich. Ja, dann schauen wir mal, ob der Anschluss gelingt. Der sollte eigentlich problemlos vonstatten gehen. Schauen wir mal. Jawohl, das ist der Anschluss. Wunderbar. So, als weiteren friedlichen Akt können wir nun das Sudetenland fordern. Machen wir das Ganze mal. Wird bestimmt gut gehen. So, mal schauen, ob wir das Sudetenland erhalten werden. Ich glaube, da sollte es eigentlich auch keine Probleme geben. Und ja, so ist es. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Machen wir direkt weiter. So, das Sudetenland wird jetzt folgen. Ja, machen wir direkt die Slowakei als Marionettenstaat. Bam. Und jetzt werden wir sehen, ob alles umsonst war oder wir weiter pazifistisch bleiben können. Ein wenig habe ich schon Angst, muss ich sagen. Mal schauen. Also bitte, 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 bitte. Bitte, es funktioniert. Bitte, bitte. Ja, es hat geklappt. Oh, wichtig und richtig. Bam. Wunderbar. Wunderbar. Das nenne ich mal einen Fortschritt. Das nenne ich Fortschritt. Als nächstes werden wir jetzt den Anti-Komintern machen. Übrigens habe ich Rumänien und Ungarn gleichgeschaltet, dass ich mir die später auch als Marionetten machen kann. Ich hoffe, das wird klappen. Der Anti-Sowjet-Pakt ist jetzt auch soweit. Was der einfach macht, ist, dass sobald die Sowjets irgendwem den Krieg erklären, der in diesem Pakt drin ist, treten wir dem Krieg mit bei, weil wir wollen ja Frieden. Wir werden so den Frieden wahren. Natürlich. Selbstverständlich. Und als weiteren Akt des Friedens werden wir jetzt Slowenien fordern. Ja, wunderbar, wir können Rumänien in unser Bündnis einladen. Das heißt, das nächste, was wir nach der Slowenien-Forderung machen, wird sein integrierte Kriegswirtschaft. Mal schauen, ob das aufgehen wird. So, mal hoffen. Ja, es hat geklappt. Es hat geklappt. Wichtig und richtig. Jetzt holen wir uns als erstes mal ein paar Marionettenstaaten. Bam. Geil. Das ist der Hammer. Sehr gut. So, ich bin mal gespannt. Bin gespannt, ob wir die integrieren können. Und jawohl. Deutsches Rumänien, Deutsches Ungarn. Läuft bei uns. Dann machen wir jetzt weiter mit Jugoslawien, würde ich sagen. Boom. Und hier ist es geschehen. Schweden hat Finnland den Krieg erklärt. Schweden, ja moin, Schweden. Die Sowjetunion hat Finnland den Krieg erklärt. Da ist es. Wir sollten jetzt mit den Sowjets in den Krieg ziehen können, oder? Ja, hier ist es. Bündnis beitreten. Annehmen. Annehmen. Ja, geil. Das war's ziemlich dolle mit den Sowjets, glaube ich. So, Rumänien und Ungarn wollen beitreten. Ihr seid herzlichst willkommen. So, dann weise ich jetzt hier noch die Luft zu. Zack, 1500 Flieger schon mal im Einsatz. Das ist auf jeden Fall gut. Bündnis formalisieren. Ja, bam. Jetzt sollten... Doch, ja, jetzt... Oh, sogar Afghanistan. Das wird mir stinken, wäre ich die Sowjetunion. Das wird mir gewaltig stinken. Dann können wir hier auch die Frontlinie einfach erweitern. So, zack. Und ab geht's. Volle Attacke, ne? Gleichzeitig werden wir aber das Schicksal Jugoslawiens nicht vernachlässigen. Nicht wahr? Ja, ich würde sagen, die Offensive läuft sehr gut. Ziemlich gut sogar. Also, ich sehe nicht, wo ich da scheitern sollte. Wir gehen da durch wie, wie Butter. Ich meine, wir haben auch eine deutlich größere Armee und vor allem eine deutlich bessere Industrie. So, mal schauen, ob das Schicksal Jugoslawiens eintritt oder nicht. Ich hoffe, es klappt. Wäre belastend, wenn nicht auf jeden Fall. Und es hat geklappt. Deutsches Jugoslawien und
Deutsches Kroatien. Hammerhart, ey. Geil. Also, wie weit ich gekommen bin. Es ist ein Traum. Hier geht auch eine Menge Divisionen baden. Das ist wunderschön, wunderschön. Jawohl, alle weg vom Fenster. Komm, 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 weg. Jawohl, gut in das deutsche Jugoslawien. Oh nee, ne? Oh, joa, also ich würde sagen, wir holen uns Jugoslawien wieder. Geht's? Die werden ja nicht garantiert. Also los. Das sollte jetzt nicht so das Problem sein, aber ich habe natürlich keine Luftwaffe zugewiesen. Manchmal ist die KI von diesen Armeen echt für einen Eimer, ne? Und wir können jetzt tatsächlich mal das Schicksal Griechenlands machen. Also wenn wir das kriegen, dann Endlevel. Ohne Witz, Endlevel. So, Jugoslawien sind wir schon mal auf jeden Fall los. Ja, ich würde die direkt wieder als Satellit machen. Aber dafür muss ich erstmal ein bisschen passen. So, und so. Und das kann, ja, Rumänien, ja moin, wie heißen die? Ungarn haben, ja. Übrigens ist Moskau bereits gefallen und wir stehen auch kurz vor Stalingrad. Läuft auf jeden Fall bei uns. Und auch vor Leningrad, mehr oder weniger. Ich weiß aber nicht, warum meine Truppen hier zum Beispiel nicht angreifen wollen, weil es funktioniert ja offensichtlich. Griechenland gibt nach. Das heißt, sind die jetzt, Wahnsinn, die sind auch ein Truppenstaat von mir. Es ist genial. Das friedliche Deutschland funktioniert einfach richtig gut, ey. Ja, hier ist es schon passiert. Als Pietari gefallen ist, also Leningrad, haben die Sowjets das Handtuch geschmissen. Krass, ehrlich krass. Was ich getan habe, ist ein Verbrechen, aber sieht selbst. Berechne die Auswirkungen. Oh Mann, ich habe hier noch ein Stück Sowjetunion übrig gelassen. Kein Kommentar. Und das ist alles jetzt ein Teil der Achse. Und das ist alles meine Marionette. Ihr seht's hier. Alles meine Marionette. Wunderbar, wunderbar. Jetzt fordern wir hier noch von unserem Reichskommissariat das Memeland zurück. Und dann, ja, würde ich sagen, es ist eine erfolgreiche Runde. Übrigens will Italien die ganze Zeit mir beitreten, aber ich lehne ab, weil ich habe keinen Bock, dass meine Länder hier in den Krieg gerufen werden. Und wir sollten jetzt hoffentlich das Memeland kriegen und dann sind wir komplett vollständig. Und wir kriegen es. Wunderbar. Damit sind wir vollständig. Aber tatsächlich rechtfertigt gerade die Sowjetunion gegen mein schönes Land, ja, Reichskommissariat Lettland. Deshalb hoffentlich erklären sie denen den Krieg, dann kann ich die nochmal angreifen und dann kriegt mein Russland alles. Ja, das ist der Plan. Sogar Bulgarien will der Achse beitreten. Ja, dann sind wir gleich hier komplett full Achse. Das ist auf jeden Fall sehr gut. So, die Sowjets sind gleich soweit. Aber scheint so, dass die Sowjets nicht blöd sind. Vergisst, was ich gesagt habe. Die haben es tatsächlich gemacht. Los, rein mit euch. Oh, guck mal, wie es laggt. Es laggt so dolle. Alter, wie viel. So. Enter drücken. Wee. Ja, das nenne ich mal eine gelungene Runde. Hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Ja, die Sowjets haben gerade den Krieg erklärt und wurden einfach sofort überrannt. Ich habe es jetzt nicht auf Video. Aber wir haben jetzt alles im Osten als Satellitenstaat. Wunderbar. Gelungene Runde, würde ich sagen. Ja, falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr gerne über eine positive Bewertung freuen. Und dann sehen wir uns. Haut rein. Tschö.